Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Was wäre wenn im Mittelerde. Das ist jetzt die Folge für heute. Die beiden Folgen, die diese Woche noch fehlen, einmal der Herr der Ringe Rollenspiel Crashkurs und einmal das Let's Rank, werden im Laufe der nächsten zwei Tage kommen. Bevor wir anfangen, möchte ich kurz zwei Sachen sagen, die ich schon bei Let's Play The Hobbit gesagt habe. Aber zur Sicherheit werde ich es zumindest hier und beim Daddy Rollenspiel Crashkurs nochmal sagen. Beim Let's Rank nur eine der beiden Dinge. Zum einen möchte ich auch hier natürlich die neuen Abonnenten willkommen heißen. Es sind ja momentan 151 Abonnenten, das sind damit mehr als beim letzten Mal. Und eine Person davon weiß ich jetzt auch den Namen, nämlich der Ali de Large. Vielen Dank fürs Abonnieren und fürs Teilen. Da habe ich mich wirklich sehr, sehr drüber gefreut. Ansonsten für die andere Person, die dazu gekommen ist, wäre es halt schön, wenn die vielleicht auch ein Video von mir öffentlich teilen könnte. Ist selbstverständlich keine Pflicht, aber würde mir halt helfen, weil ich mehr Übersicht in der Abonnentenliste habe. Und auch der Person würde es helfen, weil ich besser auf die Kommentare dann eingehen kann. Ja, und das Zweite, was ich auch hier ansprechen möchte, ist das Thema Abonnenten-Special. Es sind, wie gesagt, jetzt 151 Abonnenten und es könnte ja möglicherweise sein, dass ihr vielleicht ein Abo-Special haben wollt, weil es eben über 150 sind. Und da würde ich mich freuen, wenn es vielleicht Feedback gebe in den Kommentaren, ob ein Abo-Special gewünscht ist und wenn ja, was. Weil ehrlich gesagt bin ich im Moment eher ideenlos. Und weiß halt auch nicht 100% sicher, ob das gewünscht ist. Deswegen würde mich freuen, deine Kommentare was zu lesen. Ja, kommen wir zur Folge. Beim letzten Mal hatten wir ein ganz spannendes Thema. Das Thema war, was wäre, wenn die Ifriluin, also die blauen Zauberer, in den Westen zurückgekehrt wären. Die Folge ist, denke ich, ganz gut angekommen. Sie hatte 28 Aufrufe und einen Like. Kommentare leider keine, aber mir ist aufgefallen, dass da recht schnell die Aufrufe zusammenkamen. Deswegen denke ich, dass sie ganz gut angekommen ist. Und da es kein Feedback gab, auch heute wieder eine Idee von mir. Ich möchte dazu sagen, dass ich mir da jetzt nicht so viel Gedanken drüber gemacht habe und dass ich relativ fertig bin, körperlich. Deswegen, ich hoffe, dass die Folge gut läuft, aber ihr wisst ja, Kommentare aller Art gern gesehene Fragen, Anmerkungen, Kritik, Vorschläge, Wünsche, eigene Theorien oder halt Korrektur, falls ich was vergessen oder versehentlich falsch gesagt haben sollte. Heute beschäftigen wir uns auf jeden Fall mit dem Thema, was wäre, wenn Frodo und Sam nie Faramir getroffen hätten. Wir hatten ja schon ein paar Was wäre wenns in der Richtung. Das hatte einmal zu tun mit, wenn Faramir die Hobbits nie freigelassen hätte, beziehungsweise die zweite weiß ich gerade gar nicht. Aber ich weiß, dass wir schon zwei Folgen in die Richtung hatten, aber eben nicht diese spezifische Frage, was wäre, wenn sie eben nie auf den Waldläufer getroffen wären. Und ich denke, das ist eine ganz interessante Frage. Ich persönlich denke auch, es wird eher eine dunkle Theorie, aber es könnte theoretisch auch gut ausgehen. Ich persönlich tendiere aber eher zu einer dunklen Geschichte. Ich werde jetzt keine großen Unterschiede zwischen Film und Buch machen. Natürlich gibt es ein paar Unterschiede. Aber ich denke, die Unterschiede sind nicht so megamäßig groß. Ich werde sie erwähnen. Wenn ihr, wie gesagt, das anders seht, dann gerne die Kommentare. Also, Frodo und Sam sind ja auf Faramir und seine Waldläufer in Ifilien getroffen. Sie haben eben den Kampf beobachtet zwischen den Waldläufern und den Haradrim. Und wurden dann gefangen genommen. Gollum konnte sich zuerst davon stehlen, aber ist dann später von den Waldläufern gefangen genommen worden, wo er beim vermuteten Weiher gefischt hat. Und Faramir hat halt erfahren, dass die beiden, also er hat vom einen Ring erfahren, er hat erfahren, dass sie eben die Gefährten von Boromir, seinem verstorbenen Bruder, waren. Und er hat sich eben letztendlich entschieden, sie freizulassen. Das ist im Film und Buch unterschiedlich. Im Buch werden sie direkt in die Ifilien freigelassen. Im Film will Faramir sie erst zu seinem Vater nach Gondor bringen, bringt sie deswegen nach Osgiliath und lässt sie dort frei, nachdem Sam ihn eindringlich ins Gewissen geredet hat, wegen
eben dem verstorbenen Boromir. Und ja, im Grunde das Treffen zwischen den dreien, ich würde sagen, ist nicht überragend wichtig. Es ist natürlich persönlich sehr wichtig, weil es einfach neue Verbündete sind. Es ist wichtig insofern, dass nach dem Treffen Gollums Persönlichkeit, beziehungsweise Sméagols Persönlichkeit, sich wieder ins Negative verkehrt hat. Und es ist wichtig, weil eben Faramir diese sehr bedeutsame Entscheidung getroffen hat, dass er den Ring nicht annimmt und sie ziehen lässt. Aber dazu kommen wir dann später noch. Ich sehe hier einige Schwierigkeiten, wenn die Hobbits und der Waldläufer bzw. Herrmeister Gondor sich nicht begegnen. Eine Sache zum Beispiel, eine eher kleine Sache, aber dennoch, ist die Tatsache, dass zumindest im Buch sie von Faramir ausgestattet werden. Mit Proviant und auch mit Wanderstöcken. Und beides ist im Buch im Laufe der Reise nach Mordor recht wichtig. Also der Proviant natürlich stärker, weil es ist halt Essen und na, also Essen, Trinken, Nahrung, Vorräte. Und wir wissen ja alle, dass Mordor nicht gerade ein, sagen wir mal, blühendes Land ist. Das Land ist ja tot im Grunde. Da gibt es keine Pflanzen. Soweit ich weiß, auch keine Tiere. Wenn es doch Tiere geben sollte, dann werden die halt verdorben sein von Saurons Präsenz. Ähnlich wie im Düsterwald zum Beispiel, wo ja auch zwar Tiere leben, aber halt die meisten bösartig sind, die Spinnen zum Beispiel oder die schwarzen Eichhörnchen fallen mir gerade spontan ein, die zumindest Spione sind. Und wir dürfen nicht vergessen, die Hobbits sind keine Jäger. Frodo und Sam haben keine Erfahrung mit der Jagd. Gollum ein bisschen, er ist ja zum Beispiel geübt mit Angriffen aus dem Hinterhalt oder halt im Fischen. Aber es ist halt schwierig in Mordor, weil wie gesagt, da gibt es nicht viel. Da gibt es halt die Orks natürlich, die zumindest Barad-dûr als große Festung natürlich, den Schicksalsberg, allgemein so ein paar kleinere Festungen um die Berge drumherum. Es gibt natürlich auch das Ländchen Nurren, das ist ja deutlich fruchtbarer. Aber erstens wissen die Hobbits dann nichts davon. Das wird im Buch ganz klar erwähnt oder auch im Film sieht man das. Oder erfährt man das nicht, dass die Hobbits eben davon nichts wissen, dass sie eben, dass sie sich wundern. Also im Buch wird sich zumindest gewundert, wie Sauron seine Armeen versorgen kann, weil eben das Land Mordor selber tot ist. Aber das wird halt durch zum Beispiel Nurren gemacht, durch die Ostlinge und Südländer, die versklavt sind, die Tribute abgeben und wo eben auch Sklaven sind, die Felder bearbeiten und ähnliches. In Mordor selber ist das halt nicht der Fall. Und deswegen bringt das den Hobbits nicht viel. Das heißt, wenn es gut ausgehen soll, müssten sie recht schnell vorankommen. Schneller als im Original, denn im Original, sowohl im Film als auch im Buch, gehen die Vorräte in Mordor, soweit ich mich erinnere, aus. Im Film auf jeden Fall und im Buch meine ich auch, obwohl sie eben zusätzliche Vorräte bekommen haben von Faramir im Buch. Das ist halt durchaus eine wichtige Sache und ja, keine große, keine so bedeutsame vielleicht, aber kann halt durchaus zu einem Tod der Hobbits führen und damit natürlich zur Niederlage. Der andere Punkt ist natürlich Sméagol. Ich habe es ja schon gesagt, Sméagol ist wieder in seine Gollum-Persönlichkeit zurückgefallen wegen den Waldläufern. Weil die Waldläufer ihn schlecht behandelt haben, ihn geschlagen haben, ihn verhört haben, Faramir zumindest, und ähnliches. Dadurch ist eben die böse Gollum-Persönlichkeit wieder hochgekommen. Im Film sieht man das ja sehr schön und im Buch ist das ähnlich, wenn ich mich nicht ganz irre. Wie gesagt, ich bin heute nicht komplett fit, aber wenn ich mich nicht ganz irre, ist das ähnlich. Weil, wie gesagt, Gollum wird halt wie ein Gefangener behandelt. Er wurde halt im verbotenen Weiher fischen, was bei Todesstrafe verboten war. Allein ihn zu betrachten, geschweige denn reinzuhüpfen und da drin eben nach Fischen zu jagen. Und er wird im Buch von den Waldläufern ja auch für einen Spion gehalten, meine ich. Also ich weiß, dass sie da ein bisschen diskutieren über die Kreatur, weil sie nicht genau wissen, was es ist und dass es eben ein Spion sein könnte. Das wird zwar durch Frodo ein bisschen besser, aber halt nicht insofern, dass sie ihn gut behandeln. Das ist halt einfach Fakt. Und der Punkt ist natürlich, wären die Hobbits auf Faramir nicht getroffen, dann wäre Sméagol hier nicht sofort zurückgefallen. Aber die Frage ist natürlich,
Kann er das dauerhaft halten? Also können wir dann davon ausgehen, dass er ein guter Hobbit, der gute Hobbit, der er mal war, bleibt und Gollum, die Gollum-Persönlichkeit nicht wiederkommt? Schwierig zu sagen. Ich denke, nein, nicht auf Dauer. Ich könnte mir vorstellen, dass Smeargol deutlich länger gut bleibt, dass er zum Beispiel die Hobbits nicht Kankra ausliefern will und deswegen die ganze Geschichte mit Kankra und die ganze Geschichte mit gefangen genommen in Cirith Ungol ausfällt. Aber das ist schon ein Fragezeichen, weil wir wissen, dass Kankra und Gollum sich kennen. Und wir wissen, dass Kankra ihn hat laufen lassen, aber eben nur unter der Bedingung, dass er ihr versprochen hat, Essen für sie zu besorgen. Und wir wissen auch, dass Kankra eben ein Labyrinth gegraben hat, wie man auch im Film sieht, das sie bestens kennt, also wo sie sich auswendig auskennt, wo ihr eigentlich keine Beute entkommt, wenn sie mal Beute gesehen hat. Wir wissen ja auch, dass zum Beispiel die Orks von Cirith Ungol immer wieder Tunnel gegraben haben, um Kankra zu entkommen. Aber das war letztendlich alles sinnlos. Kankra hat letztendlich die ganzen Tunnel gefunden und Orks waren so gesehen ihre Hauptbeute, weil es war halt nicht viel anderes da. Zu früheren Zeiten schon, aber zu Zeiten des Ringkriegs halt nicht viel. Und das heißt, ich gehe davon aus, dass Gollum nicht einfach so Kankra umgehen kann, selbst wenn er die Hobbits nicht ausliefern will. Weil ja, Kankra kennt sich in den Tunneln, wie gesagt, hundertprozentig aus. Gollum mag sich gut auskennen, aber ich denke nicht so gut wie Kankra. Und für den Fall, dass er sie nicht in Kankras Nähe führen will, weil er halt um die Gefahr weiß und weil er, wie gesagt, in dem Fall ein guter Hobbit bleibt oder halt ein gutes Geschöpf, er ist ja nicht mehr ganz Hobbit wegen dem Ring, dann ist halt die Frage, welcher Weg? Denn wir wissen, das Schwarze Tor ging nicht und ansonsten wäre halt nur die Möglichkeit mit dem Thema zum Beispiel hinten nach Mordor, also wie gesagt, über Harad zum Beispiel, womit wir aber wieder beim Thema von vorher mit den Vorräten wären. Das heißt, das ist auch nicht möglich. Ich kann mir vorstellen, dass theoretisch die Hobbits durchkommen könnten, wenn Gollum sie halt gut führt, wenn er halt sie da nicht sofort verrät, weil er ja, wie gesagt, von Frodo gut behandelt wird. Das ist aber, wie gesagt, ein Fragezeichen. Das würde voraussetzen, dass die drei immer zusammenbleiben und dass Kankra vielleicht nicht zurückgeschlagen werden kann, wie auch im Original, eben mit der Megaras Fiole zum Beispiel. Ist schwierig, weil wir wissen, nach dem Film haben sich Frodo und Sam getrennt. Gollum hat da ja Zwietracht zwischen die beiden gestreut. Das würde er halt in meinen Augen nicht machen, wenn sie nicht auf Faramir getroffen wären. Weil er, wie gesagt, in meinen Augen zu dem Zeitpunkt noch nicht wieder in die böse Gollum-Persönlichkeit zurückgefallen wäre. Aber wir wissen aus dem Buch, dass da die Trennung nicht existiert, dass da Frodo und Sam dauernd zusammen sind und trotzdem wurde Frodo vom Kankra erwischt. Deswegen finde ich schwierig. Finde ich sehr schwierig. Ist theoretisch nicht komplett ausgeschlossen, aber ist sehr schwer. Und danach ist halt der Turm von Cirith Ungol ein Wachposten, eine kleine Festung, die ja neben Kankra den Pass doppelt absichern soll, dass da eben nichts durchkommt. Und da gibt es ja zum Beispiel die stummen Wächter, die Statuen am Eingang, die laut Buch, sagen wir mal, Feinde sehen, und zwar immer. Also Sam trägt ja im Buch den Ring zu dem Zeitpunkt, wird aber trotzdem von den Statuen wahrgenommen. Diese Statuen können überwunden werden, das macht Sam im Buch, meine ich, auch mit der Fiole, weil die Fiole halt die Magie der Steinsäulen, also dieser Wächter, quasi überwältigt. Aber ja, das ist ja auch nicht gerade unbewohnt, das sind halt die Orks und Uruks mit Sagan und Gorbak zusammen. Ist ein bisschen schwierig. Halte ich nicht für unmöglich. Aber selbst wenn sie da durchkommen, ist halt das nächste Problem. Wir wissen, im Original hatten Frodo und Sam Ork-Rüstungen. Die haben sie eben aus Cirith Ungol mitgenommen, weil Frodo gefangen genommen und von Sam befreit wurde. Und um sich besser tarnen zu können. Wenn wir aber davon ausgehen, dass sie Cirith Ungol ohne zu gesehen zu werden, eben vielleicht durch Gollum, überwinden können, dann fehlt ihnen diese Tarnung natürlich. Dann haben die natürlich keinen Zugang zu den Ork-Rüstungen und können sich nicht tarnen. Und ja, Mordor ist halt, ist ein großes Land, ja, aber ist schwierig da reinzukommen, ohne gesehen zu werden. Eben gerade mit Saurons Präsenz, mit den ganzen Orks,
der Spürung des Ringes, den Nazgul, weil es ja immer noch zum Zeitpunkt 8 Stück waren, eben minus Hexenkönig, der eben bei der Schlacht auf dem Pelennor gefallen ist, ist sehr, sehr schwierig, sagen wir es mal so. Klar, man könnte mit den Elbenmitteln argumentieren, das würde aber Gollum wieder ausschließen, denn der hat keinen Elbenmantel. Und da kommen wir eben zum weiteren Punkt. Ich habe ja vorher gesagt, dass ich nicht glaube, dass Sméagol dauerhaft die Gollum-Persönlichkeit in Schach halten kann. Ich denke, spätestens in Mordor würde er einen Verrat begehen an Frodo und Sam. Weil wir wissen, die Macht des Ringes wird immer stärker, immer größer, je näher es zum Schicksalsberg geht. Und Sméagol ist halt leider komplett verdorben. Leider. Er hat eine gute Seite, aber die ist halt sehr schwach. Und die wird im Mordor immer schwächer werden. Das ist halt einfach Fakt. Er kennt sich im Land zwar aus, weil er eben zum Beispiel entkommen ist nach der Folter, die er dort erlebt hat. Ja, er wurde freigelassen, aber dennoch musste er aus dem Land entkommen sein, weil er wusste nicht, dass er freigelassen wurde. Er selbst dachte, er wäre aus eigener Schleue entkommen, deswegen irgendwie muss er entkommen sein. Und ja, das ist halt schwierig. Die andere Sache ist natürlich die ganze Sache mit den freien Völkern. Faramir, wenn er auf die Hobbits nicht trifft, hat natürlich die Entscheidung nicht mit dem Thema Ring ziehen lassen. Das heißt, er wird seinem Vater auch nicht sagen müssen, dass er den Ring hat ziehen lassen. Das würde natürlich dafür sorgen, dass Denethor ihm gegenüber nicht ganz so feindlich ist wie im Original. Weil einfach dieser Vorwurf, er hätte den Ring ziehen lassen, nicht existiert. Weil er kommt halt gar nicht in diese Bedrängnis oder in diese Überlegung, was er jetzt mit dem Ring machen soll. Weil er einfach den Hobbits nicht begegnet. Trotzdem ist natürlich die Tatsache, dass Faramir bei Denethor nicht gerade beliebt ist. Er ist einfach kein großer Fan von seinem zweitgeborenen Sohn. Und Thema Osgiliath-Eroberung findet natürlich trotzdem statt. Im Buch auch die Eroberung von Andros und so weiter und so fort. Deswegen, ich weiß nicht, wie viel sich da ändert. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht Faramir dann nicht zu dieser Selbstmordmission geschickt wird. Dass Denethor ihn nicht zwingt, Osgiliath zurückzuerobern zu wollen, weil er halt vielleicht nicht ganz so wütend ist auf seinen Sohn. Aber dennoch wird der Herrmeister halt überall gebraucht. Und sei es halt nur zum Beispiel im Kampf um Minas Tirith auf dem Pelennor oder bei Cer Andros, beziehungsweise halt im Buch der Ramas Ekor, also der großen Mauer, die den Pelennor umschließt, die er im Original innerhalb von Stunden fällt, weil halt einfach die Heere Mordors viel zu gewaltig sind. Deswegen weiß ich nicht, ob es Faramir da besser agiert. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er in dem Kontext halt zum Beispiel auf dem Schlachtfeld K.O. geht. Also er ist ja auch, im Buch ist er ja K.O. gegangen auf dem Rückzug von Osgiliath aus, meine ich, wenn ich mich nicht ganz irre. Also da war halt das, dass sie geflohen sind vor den Nazgul und dann wurden sie eingeholt von Mordors Heeren. Und Denethor hat ja einen Ausfall befohlen, beziehungsweise freigegeben von Fürst Imrahil und den Rittern von Dol Amroth. Und Faramir ist dann eben, bewusstlos geworden. Der wurde von einem vergifteten Pfeil getroffen, von der Haradrim, meine ich. Und ist dann bewusstlos in die Stadt gebracht worden. Das heißt, das war gar nicht direkt auf dem Ritt nach Osgiliath, wie es im Film der Fall ist. Und deswegen weiß ich nicht, ist schwierig zu sagen, ob dann Denethors Psyche besser ist oder nicht. Ist ja trotzdem immer noch die Sache mit dem Palantir, wie wir aus dem Filmbuch wissen, der halt Denethor sehr zusetzt, genauso wie die Tatsache, dass einfach Boromir fehlt. Das setzt ja beiden sehr stark zu. Und die Tatsache, dass zumindest im Film Denethor ja wesentlich wahnsinniger ist als im Buch, aber selbst im Buch ist er zwar klarer im Kopf, aber trifft halt auch nicht immer gute Entscheidungen, wie eben zum Beispiel aus Gilead. Selbst wenn das wegfällt, trifft er nicht immer 100% gute Entscheidungen? Schwer zu sagen. Und die andere Tatsache ist halt, dass Gandalf und Pippin nichts von Frodo und Sam erfahren. Das ist ja auch so, dass eben Faramir ihnen das erzählt, beziehungsweise allgemein das erzählt, eben bei einer Beratung, wo eben auch Gandalf und Pippin anwesend sind. Und das kann er, wie gesagt, nicht, wenn er auf Frodo und Sam nicht in die Ferien trifft. Und das bedeutet halt, Gandalf und Pippin erfahren davon nichts. Und wir wissen, dass Gandalf am Ende, also nach der gewonnenen Schlacht auf dem Pelennor, wo dann eben das auch beschlossen wird mit der Schlacht am Schwarzen Tor, mit dieser Ablenkungstaktik,
eben eröffnet, dass er weiß, dass Frodo und Sam auf dem Weg nach Mordor sind, dass er wusste, wann ungefähr sie wo waren, halt wegen Thema Straßen nach Minas Morgul und so. Das weiß er halt dann alles nicht. Das bedeutet, die Schlacht am Schwarzen Tor hätte auch, ich würde nicht sagen, dass sie gar nicht stattfindet, denn die Heerführer des Westens könnten trotzdem auf die Idee kommen, dass sie Frodo und Sam um jeden Preis so viel Zeit geben müssen wie möglich und deswegen Mordor-Streitkräfte herausfordern, Sauron ablenken. Aber es hätte halt durchaus sein können, dass das erst später passiert, weil sie vielleicht nicht wissen, wo sich genau die Hobbits befinden. Und natürlich ist dann auch Saurons Mund zu nennen. Saurons Mund hatte ja im Original die Gegenstände von Frodo und Sam, dass die angeblichen Beweise für den Tod der Hobbits, das war das Mithrihemd, Sams Schwert und ein Elbenmantel. Wenn Frodo und Sam nicht gefangen genommen werden in Cirith Ungol, dann hat er diese Gegenstände natürlich nicht und kann sie nicht vortragen. Was aber nicht heißt, dass er nicht trotzdem präsent sein kann. Und selbst ohne die Gegenstände hat er im Buch halt sehr viel für Angst gesorgt unter den freien Völkern. Im Film auch, zumindest in der Extended Edition, wo er vorkommt, hat er zumindest für Zweifel gesorgt. Das ist halt eine sehr schwierige Sache. Also es könnte sein, dass die Schlacht trotzdem stattfindet, dass sie gut ausgeht. Aber ihr seht schon, da kann eine Menge bei rumkommen, wenn halt die nicht aufeinander treffen. Also erstmal könnte es sein, dass die Hobbits halt einfach verhungern, wenn sie nicht rechtzeitig zum Schicksalsberg kommen. Das Thema Khankrasirid Ungol ist nicht komplett aus der Welt, könnte wesentlich besser laufen, weil ich wie gesagt nicht davon ausgehe, dass Sméagol sofort wieder die Gollum-Persönlichkeit in die zurückfällt. Ist aber nicht komplett ausgeschlossen. Die Heerführer des Westens erfahren nicht von Frodo und Sam. Saurons Mund hat vielleicht nicht die Gegenstände, was natürlich ein Vorteil ist, aber dennoch vielleicht nicht unbedingt als Vorteil genutzt werden kann. Und ja, Vorteil ist halt, Faramir wird nicht von Denethor ganz so stark zurechtgewiesen, weil er halt den Ring gar nicht ziehen lassen muss. Und deswegen er zumindest eine Sache hat, die Denethor nicht sofort extrem scheiße findet. Aber ja, Denethor mag halt Faramir trotzdem zumindest nicht besonders. Ist trotzdem teilweise wahnsinnig wegen der Palantir-Benutzung und wegen dem Tod von Boromir. Und Faramir könnte halt trotzdem ins Koma fallen, auch wenn er vielleicht nicht nach Osgiliath geschickt wird. Eben wie gesagt zum Beispiel in Schlachten, die auf den Pelennor-Feldern sind oder ähnliches. Er könnte natürlich theoretisch auch überleben. Also überleben tut er ja sowieso, aber ich meine halt auch überleben ohne ohne ins Koma zu fallen. In dem Fall würde auch Denethor überleben, weil er würde sich natürlich dann nicht in den Scheiterhaufen stürzen. Das war ja eine so eine Verzweiflungstat. Und Gandalf wäre nicht abgelenkt durch Denethors Scheiterhaufen. Das könnte natürlich auch positiv wieder sein. Also dann könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass vielleicht Theoden nicht stirbt, weil der Hexenkönig an Thor wurde ja zumindest auf jeden Fall von Gandalf in Schach gehalten. Und dann würde er vielleicht auch in Schach gehalten auf dem Schlachtfeld. Durchaus denkbar. Also es kommen da durchaus auch ein paar positive Effekte dabei rum. Es ist für mich schwer zu entscheiden, finde ich, ob das jetzt ein gutes Ende nimmt oder halt eine dunkle Theorie ist. Ich persönlich neige eher zu dunklen Theorien, muss ich sagen, wenn ich so die ganzen Fakten bedenke. Und ja, viel mehr, denke ich, lässt sich dazu auch nicht sagen. Das ist halt auch nicht so groß wie vielleicht manche andere Fragen. Aber ich fand die Frage ganz interessant, persönlich. Und wie gesagt, ich bin heute nicht komplett fit. Deswegen, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich bin gespannt über euer Feedback. Wie gesagt, Kommentare aller Art sehr gern gesehen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid bei den anderen Folgen, die diese Woche noch kommen. Und nächste Woche wieder, wenn wir dann ein neues Thema behandeln im Was wäre wenn in Mittelerde. Bis dahin, Freunde, gehabt euch wohl.